Nee, das ist das Letzte. Nein. Das geht leider nicht. Das ist noch so gut. Mama. Ja. Wollen wir zurecht in der Nähe. Voll zerstört, ja? Baby? Nein, nicht. Der Krabbelkäfer ist das jetzt. Mann, so schnell geht das. Ja, mit einem Mal aber auch, ne? Ich meine, die ist ja lange unbeweglich. So. Mit dann einen Fleck. Ja, so. Das ist mein Kuckuck. Meine will auch stehen. Ja, als sie mich gesehen hat, hat sie ja nicht erstmal sich geguckt, sondern hat sich sofort so auf ihre Knie so aufgesetzt von mir. Also sie saß richtig aufrecht. Mama, pass auf hinter dir, ja? Mal gut, Schule und Laden. Schule und Laden. Mein Popo. Ist der Mund? Oder einfach die Muskeln? Die Sitzhöcker. Ey, gestern der Sattel hat so wehgetan. Erste Fahrer Dua in diesem Jahr. Ja, klar. Was denn? Oh, Lumen, Mann, du musst auch mal an irgendwas mitdenken. Mal was denn, Elche? Zebra Franz. Oh mein Gott, Zebra Franz. Franz Josef ist weg. Zebra Franz ist ganz schön ausgedient schon. Hallo, ich bin Franz. Ja, Franz Josef. Dann kam ich wieder in die Schule, so oft wie ich irgendwo vergessen habt oder verbummelt oder runtergeworfen. Oder schon tot geglaubt. Tot geglaubt. War noch im Bett, im Müll. Weggeräumt. Bum, bum. Was ist das? Oh, dafür, dass Lumen so lange sich darauf hingesehnt hat, den zu haben, ist sie ganz schön nachlässig mit dem Omega. Ich habe den mal Franz verbummelt. Kannst du ihn später suchen? Ich glaube, so völlig so Rabenmuttermäßig. So, ich habe damit nicht viel zu tun. Jetzt bin ich zu Hause. Es regnet heute wieder. Mensch, gestern hatten wir echt ein bisschen Glück mit dem Wetter. Es war zwar kalt, aber trocken. Relativ trocken. Einmal kurz genieselt hat es. Ja, heute regnet es wieder. Die ganze Zeit regnet es. Hoffen wir, dass es nachher, wenn der Laden offen ist, nicht genauso ist und dass ein bisschen mehr Kundschaft kommt. Das wäre schon toll. Weil wenn mir so langweilig ist im Laden, dann macht es auch keinen Spaß. Gott, Silamon! Oh, mein Ohr. Das hat mir echt gerade wehgetan. Ja, das ist die Schallwelle. Also Brustmann. Auch unser Frühstück am Montag. Eine neue Woche bricht an, Woche 2. Mhm. Viel zu tun, lassen wir es liegen. Ja. Ach,
Läuft ja die ganze Zeit. Furchtbar. Ja, wie es aussieht, wird heute ein sehr ruhiger Tag. Halbe Stunde lang ist schon mal Kinder hierher vorbeigekommen. Die erste halbe Stunde ist um. Und ich werde ein bisschen packen, ein bisschen fotografieren, vielleicht ein bisschen was einstellen, ein bisschen Musik hören. Ja, so eine Dinge halt. Schau mal hier, ich habe eine schöne Ablage gebaut für den Computer. Tada! Ja, ich weiß, sie ist schräg, das ist aber auch mit Absicht. Wenn die ganz gerade wäre, würde ich da nicht mehr an die Tastatur rankommen. Und nicht genau auf Kinnhöhe. Hier habe ich nämlich Empfang. Mit WLAN, von der Wohnung aus noch. Das ist eben mein Vorteil. Hier unten, da habe ich keinen Empfang. Da habe ich Empfang. Kann ich eben von hier aus auch arbeiten. Jetzt mache ich gerade den ganzen Suff hier, den ganzen Alkohol, den ich mal gekauft habe, weg. Komplett als Posten gehen die alle. Außer der Gute. Der Gute kommt dann flaschenweise. Also hier der Calice zum Beispiel. Der ist einzeln, der Bowls Blue Curaçao, das ist schon eine alte Pulle. Die kostet ein bisschen was. Der Maraschino. Ja, was noch? Sonst ist ja nichts. Franz Brandwein. Darauf einen Dujardin. Imperial. Ja, der ist nicht schlecht. Der hier ist nicht schlecht, denke ich. Glasgow Scotch Whisky habe ich nicht gefunden, die Pulle. Gut, Mann. Ich mach mal weiter. Also heute ist nicht los. Bis jetzt ist echt noch keiner gekommen und es ist 12:15 Uhr. Aber jetzt kommen sie alle. Jetzt haben sich ein paar angekündigt, so 12:30 Uhr Probefahrt machen. Mit ein paar Schrotträdern draußen. Schauen wir mal. Ich schließe das mal ab. Ziehen wir mal eine Jacke über. Es ist echt wieder kühl. Und hoffentlich verkaufe ich noch ein bisschen was, weil noch nicht 1 Euro. Das ist Selbstständigkeit. Wow, fast 13 Uhr. 12.44 Uhr. Und der erste Kunde ist da. Mit dem Plattenreifen. Stromkosten sind gedeckt. Die Miete noch lange nicht. Ach, das will ich doch noch nicht. Guck mal, Essen. Fertig gegessen schon. Oder du holst eine mit integrierten Milchschäumer und bringst es mir abends mit hoch zum Saubermachen. Ich glaube, das kostet 500 Euro oder so. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel teurer. 500 Euro? Ja, glaube ich, oder? Meine das ist recht weniger. Unsere hat 350 gekostet. Ach, du meinst die... wie so ein richtiger Vollautomat, ja. Wie soll ich denn die damit hochnehmen? Ich meine, die Teile, die man sauber machen muss, diesen Milchschlauch und sowas. Oder du nimmst meine mit runter. Nein. Und ich krieg eine neue. So würde ich sagen. So, jetzt verstehe die Richtung. Oh Mann, ey. Das lassen wir mal schön bleiben. Gebeugt. Oh, bitte. Lass sie doch nicht warten. Sehnsüchtig. Rote Augen kriegt. Oh, so klappt das Baby. Ich hab dich schon die ganze Zeit aufgefahren. Hm? Ist ja nicht so. Wie glücklich sie gleich ist. Ja. Ja, Kinder wollen nur auf den Arm. Guck's noch bin mal. Ich überhaupt richtig? Das war der Kontrollblick. Das war der Kontrollblick. Alles easy. Alles ja, gut. Bei Mami. Ganz schlafen. Ja. Jetzt fange ich endlich mal an mit dem Auftrag hier. Mit dem Vorderradteig immer noch nicht gewechselt. Ah, jetzt haben wir auch eine schöne Ablage hier oben. Ja.
pumpen wir hinten auch gleich mal auf. Jetzt heißt es wieder Langeweile schieben. Groß, ja. Ich kenne auch keinen. Ja. Ich habe gerade mal gefragt, wie Leute da waren. Die sagten, eine ganze Menge da. Und der eine sagte mir, bis um eins war, hat er ja alle gesagt, bis um eins haben sie gemacht. Ja. Ja. Und. Was? Halt, wa? Naja, aber ich bin jetzt nass geworden, war draußen. Oh ja. Das sieht mir jetzt lieber weit an, ja, wisst ihr? Ja, ja. Nee, und da habe ich am Samstag, wie keine Kneipe da, an der Fußball gucken da. Und da war der Franzose auch da. Welcher Franzose? Naja, vom Buhlplatz da. Den kenne ich doch nicht. Nein, ich weiß nicht, das ist leider gerade. Ja, sagt er, Alex hat jetzt, dass er mal aufgekocht da, aber warum? Nee, die haben dann alle gefeiert, da, wie sich. Ich wollte, der kleine Thomas muss auch da gewesen sein, der mal vorbeikommt, wisst ihr? Den hab ich nicht gesehen. Nee, kennst ja keinen Nadeln und ach, na, ja, der war da, den hab ich gesehen. Ja? So viele Bit, wa? Ja, die gehen immer wieder weg. Immer wieder mal, es wird kaputt. Schon mal welche hier, die jetzt Gitarre da, die was verkaufen wollten? Ja, nach Fahrrädern. Ja, nee, also wie es alle anderen Sachen so, ne? Ja. Da waren noch Kinder da. Und erstaunlich. Ich auch. Erstaunlich. Hast du recht, jetzt wo du sagst. Noch haben sie alle Geld. Aber warte mal, noch 8 Tage, 14 Tage. Dann stimmt, in 2 Wochen geht das wieder los. 14 Tage, dann stehen sie hier auf der Matte. Ah ja, dann kommen sie wieder an. Dann gib mir mal dies, das, jenes. Ja, Entschuldigung. Das ich will jedem jetzt. Aber das ist ja alles klar, du gibst mal, gibt immer und gibt immer. Aber wenn du mal in Not bist, dann gibt dir der mal was. Ja? Ach. Na? Das ist aber so. Ja, will ich doch ja nicht haben. Ja, nee, aber kann ja doch mal sein, man muss nicht, aber. Nee, kann sein, klar. Ist ja auch. War alles schön. Aber ich will nicht haben. Nee, ich auch nicht. Ich muss mal selber da rausarbeiten. Denn. Klar, ist immer schön, wenn einer sagt, hier und da hast du und nimm mal und dass es dir gut geht. Aber dann wird man ja auch bequem. Ja, jetzt räume ich auf. Kommt da hin. Zweite Halbjahr hat jetzt gerade erst angefangen von der ersten Klasse. Ach so, ja. Einiger, kommt ja in der zweite Klasse. Ja, nach dem Sommer. Im Sommer, ja. Nach im Herbst ist er natürlich. Die ist gerade mal ein halbes Jahr auf der Schule jetzt. Na ja. Wir wissen, die Zeit vergeht so schnell. Jetzt sag ich dir. Der Thomas muss die Geld locker machen jeden Monat. Ja, ja, ja. Das ist mein größtes Problem. Ne? Wie das Geld. Wie das Geld drin kommt. Ja, meine einzige Sorge. Das ist ja die Scheiße, klar. Soll jetzt direkt nach Hause gehen? Armut essen? Und mein Bett vorbereiten für heute Abend? Dein Bett? Naja. Wieso willst du heute Abend? Kriegst du Besuch? Bett vorbereiten für heute Abend? Oh ja. Jetzt sind am Frauenbesuch an. Ja, das heißt, Bett vorher schlafen, ein bisschen lüften, noch eine halbe Stunde und dann ausziehen. Ab 6, ab 18 machen wir Klokinder auf. Und zwischendurch nehme ich doch meine Medikamente, die ich einnehmen muss. Ja. Und es ist über 21 Uhr. Und dann schalte ich vielleicht dann mal die Programme alle durch, was da kommt. Und er nicht starben. Okay. So. Und dann darf keiner mehr stören. Genau. Okay. So.
Der zweite Auftrag heute. Nach 5 Uhr. Ach, Bremsbelag. Hatten wir ja schon letzte Woche irgendwann, ich weiß ja nicht wann, da habe ich ihn vorne gemacht. Vorne schick gemacht. Ich habe aber darauf hingewiesen, dass hinten durch auch mal. Ja, und jetzt macht er hinten. So einfach ist das. Manche Leute hören ja auch. Ist auch kein Schnulli, wenn ich das erzähle, das hat ja auch einen Grund. Ja, dann machen wir das doch. Bremszug weg, weil das oben so viel kräuselt, auch gedröselt. Wollen wir nicht. Guck mal, wie soll denn so ein Zug vernünftig arbeiten, der so viel kräuselt ist? Und total verrottet. Ist ja alles kein Hit. Kann man ja auch schnell machen. Schnell mal machen. So. Okay. Zack. Zack. Hallo? Ja? Wird das sein? Hi. Ja. Was hast du? Mein Fahrrad habe ich. Was soll ich machen? Oh, wie gemütlich das hier ist. Ist das gemütlich? Ich finde schon. Also gut, es ist nicht warm, aber es ist doch rein. Setz dich voll fern, saß gerade da. Jetzt kommen doch alle, du. Sag ich doch. Jetzt haben wir den hier an der Backe. Dann haben wir noch eins zum heute machen. Noch eins, was wir anfangen können. Und oben telefoniert gerade einer hektisch. Den müssen wir auch noch machen. Wahrscheinlich auch heute. Eins davon ist ein komplett Aufbau. Alles schick machen. Gut, den hinteren Bereich haben wir ja, jetzt kommt hier vorne nur noch dran. Ach, ist schön, dass ich die Kamera jetzt wunderbar hier ablegen kann. Ach, herrlich, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Manchmal ist man wie verballert, wa? Weiß du was. Schön schwer dran. So, next. Kinder da. Skadi ist heute unausstehlich. Die ist ein richtiger Stinkstiefel da oben. Wieso denn? Weil sie nur stänkern will und nur rumschreit. Du bist müde. Ja. Ich denke, Skadi auch müde ist. Ich werde danach gleich ins Bett packen. Die ganze Zeit, ich habe Hunger. Die hat 2 Donuts gegessen. Ein Schokokroissant. Ein Brötchen. Gibt's sowas Vernünftiges? Ein Brötchen, 2 Würste mit Ketchup. Und sie sagt, ich will noch mehr. Ja. Gib dir. Ich habe gesagt, nee, jetzt reicht's erstmal. Gib dir Eier und Ruhe. Das ist Langeweile bei ihr. Also ich bin jetzt nur mit zu Moritz Maritz. Moritz? Und ich gehe danach kurz zu Rossmann, weil wir haben kein Toilettenpapier mehr. Ich hoffe, wir kriegen noch wenigstens Zeitungspapier Mama, oder so. Mama, da musst du direkt mal losgehen und Brot kaufen. Oh, jobst du. Bring mir mal Leckeres mit. Ach, Tommy. Ja! Ich habe nur 3/4 Stunde. Ich habe nur 3/4 Stunde. Kannst du schnell noch zum Bäcker bringen? So sieht's ja aus. So sieht's aus. Blumen ist mein Freund. Also Tommy, du weißt Bescheid, ja? Ich brauch's dir echt. Ja, Blumen, du bist mein Freund. Blumen ist mein Freund. Kannst du ein bisschen schneller laufen, Mama? Ich brauch was Schönes, irgendwas Gemütliches. Irgendwas Schönes. Ach, ist das gemütlich, sagt sie.
Kommt ja nicht nochmal weg. Das ist aber gemütlich. Mit dem Alkohol sieht es gleich ganz gemütlich aus hier. So richtig wie gleich die groß. Nur nicht geheizt. Und los! Corona Baby! Wo ist denn das? Torsten. Geil. Aber ja, Handschuhe, gell? Ich glaube, ganz gut. Alles billig, alles billig. Ja. Einmal abschneiden. Regt euch auf. Abmachen, abmachen, abmachen. Hier ist er gebrochen, da, ne? Von hier. Immer wenn man hier dreht, klatsch, kommt es an den Rahmen ran oder da. Gar nicht. Hier, die andere Seite. Pop und abgebrochen. Also, mal gucken. Einmal neu. Nicht so schlimm. Was? Fett, Fett, ja, Fett, Fett. Ja, da musst du wieder mal alle von mir haben und neu lackieren. Nee, 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 nee. Ein Quatschkopf, ein Quatschkopf. So. Großprojekt, Cube. Hier ist eine Menge dran zu machen. Ich habe schon wieder alles vergessen, habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Auch den Zettel habe ich irgendwo liegen lassen, wahrscheinlich. Was ist das denn? Oh mein Gott, nein. Ja, Mann, das wird teuer, meine Herren. Ich dachte, das ist jetzt nur so ein... Ach, oh, nee. Meine Güte, nee. Na, Gottes Willen. Na gut, okay, alles klar. Ich suche erstmal einen Zettel. Ah, hier ist er ja. Dann mach ich mal los. Also, es ist ein bisschen weit, was hier drauf steht. Auf alle Fälle voll der Zettel. Ich baue erstmal alle zurück. Ich baue erstmal alles ab, was defekt ist. Okay. Okay, okay, okay. Ich hab hinten den Bremszug habe ich schon neu drin. Jetzt brauche ich nur noch den
Bremsbelag, also nur noch ist gut, den Bremsbelag einsetzen. Das werde ich alles morgen machen. Ich muss nämlich noch Schutzbleche anbauen. Ich möchte auch Schutzbleche haben, ich möchte Licht haben. Wenn nicht, müssen wir noch mal kurz reden. Ob eben mit Dynamo oder mit Batterie. Da müssen wir noch mal sehen. Hallo! Lenkerkürzer auch noch. Jetzt verstehe ich nicht. Ja, eine kleine Leckerei, kleiner Pfannkuchen mit dabei. Keine Hygieneartikel mehr bei Rossmann. Es gibt nichts mehr. Alles radikal leer, sagt die Mutti. Sie hat jetzt noch eine Rolle. Das ist süß, ja. Eine Rolle Toilettenpapier. Nee, eine Packung Toilettenpapier hat sie noch bekommen. Ich hab so einen Hunger. Mein Horror beginnt, meine Horrorarbeit. Aber dieses Jahr, ich nehme es alles leicht, locker, leicht und flockig. Und zwar Schutzblechmontage. Was soll ich machen? Die Kunden wünscht, die Kunden bekommt. Okay, hatte ich mich schon verabschiedet? Nee, glaube noch nicht. Also, liebe Leute, macht es gut. Es tut mir leid. Es ist wirklich nicht so viel los. Gerade. Und das sind jetzt auch nicht so die aufregenden Dinge. Und ich weiß ja auch gar nicht, wir haben jetzt schon 2 Jahre, haben wir jetzt schon Fahrradsalon durch. Und da sind die Themen auch immer ein bisschen rar gesät. Aber es ist mein Alltag. Ich habe jeden Tag auch mit denselben Dingen zu tun. Es sind immer wieder dieselben Fehler, die einem begegnen. Dieselben Dinge, die kaputt gehen. Das ist ganz normal. Das ist der Lauf der Dinge. Was anderes kann ich euch nicht zeigen. Gemachte Videos gibt es auf anderen Kanälen. Ja? So thematisch aufgezogene Dinger. Und das soll der Kanal hier nicht sein. Der soll einfach nur den Alltag, unseren Alltag und den Alltag hier im Ladengeschäft so ein bisschen beleuchten, euch zeigen. Euch näher bringen, die ganzen Leute, die hier so rumtun, das sei mal dazu gesagt, das Jahr fängt an neu, da sind wir gespannt auf jeden, der uns hier besuchen kommt natürlich und gerne dürft ihr euch auch vor die Kamera stellen und euren Psalm loslassen, was ihr wollt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet in der Welt oder einfach nur hier im Fahrradsalon. Oder einfach nur so generell. Ja. Ich kann es nicht ändern, so wie es läuft, läuft's. Das ist mal Fakt. Ich würde mir auch wünschen, dass ich einfach mehr trendiger wäre. Weiß ich gar nicht, ob ich mir das unbedingt wünschen würde, aber dann wäre das vielleicht ein bisschen aufregender. Alles. Ein bisschen mitreißender. Ja. Weiß nicht.
Ist da noch Bedarf überhaupt an sowas? Naja. So, vor lauter Gebabbel habe ich jetzt auch noch das Hinterrad schön gesäubert. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder. Da oben poltert. Ja, bitte. Was darf es sein? Lichter. Also, sagen wir mal so, bis morgen. Macht's gut, bis morgen. Ciao, sagt der Tommy.